Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute wieder euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die App SlideJoy. Was das ist, wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Im Prinzip geht es bei dieser App nur darum, dass man sie sich installiert, dass man Werbung dann im Prinzip hat auf sein Handy und dass man dann dafür diese Karats kriegt. Momentan hat man auch, sagt man, bei etwa 1000 Karats sind es circa 1 Dollar. So sieht das aus, wenn ihr SlideJoy habt. Das ist der Ruhebildschirm, sprich, wenn ihr das Handy wegpackt, nicht anfasst und dann wieder irgendwo raufdrückt, das wieder anmachen wollt, dann habt ihr hier diese Werbung. Im Prinzip dieses Bild hier. Dann könnt ihr nach oben scrollen, dann habt ihr die Top Stories. Könnt ihr nach links scrollen, dann habt ihr wieder den Bildschirm, dann habt ihr wieder die Anzeige. Auf jeden Fall habt ihr hier immer Werbung. Hier oben seht ihr diesen Diamanten, sage ich jetzt mal, das sind eure Karats. So, momentan Gesamtmenge Karats 3619, einlösbar sind momentan 2818. Für den Mai erhalte ich 801 Karat. So, Gesamtmenge Karats, das ist die Gesamtsumme einschließlich der Menge, die jetzt einlösbar ist und der Menge, die dir in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen. So, jetzt einlösbar. Schaue dir die Registerkarte eintauschen an, um die Karats gegen Bargeld, Geschenkkarten oder sogar Spenden einzulösen. Man kann natürlich weiter sammeln und dann größere Beträge auszahlen lassen. So, dann hat man hier in der Mitte das Dollarzeichen und hier kann man normalerweise die Karats eintauschen. Ist hier aber nicht der Fall und das schon seit anderthalb bis zwei Wochen. Zum Werben der Freunde und der Familie. Hier hat man nochmal die Hall of Fame und weitere User. Dann hat man hier die Glocke. Das ist der Posteingang und das Zahnrädchen für die Einstellungen. Bildschirmsperre aktivieren, Benachrichtigung, Verknüpfung, Videosettings etc. Da diese App keine Auszahlung momentan zulässt, kann ich momentan nur 0 von 5 Sternen geben. Ich habe den schon zweimal geschrieben. Und habe bis jetzt noch keine Antwort. Ich hoffe, es wird sich jetzt in den nächsten Tagen ändern, dass ich endlich mal eine Info darüber kriege. Sollte es denn so sein, werde ich natürlich die Bewertung nach oben korrigieren. Also bis dahin, abonniert den Kanal, macht's gut und bis zum nächsten Mal.